Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um den Akkordeonsound, wie man den modelliert, und der hört sich dann so an. So, das waren meine alten Skills auf dem Akkordeon. Ich habe ja früher tatsächlich mal Akkordeon gespielt. Und jetzt kam die Tage eine Anfrage von Adrian Mannig, wie man denn einen Akkordeon-Sound modelliert unter Bitwig. Und dachte ich, mache ich mal dieses kleine Tutorial dazu. Und mein Akkordeon klingt ungefähr so. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich jetzt eigentlich am besten. Sieht man hier unten schon bei den Devices, dass ich hier einen Polysynth genommen habe. Aber ich fange jetzt einfach mal ganz von vorne an mit einem Polysynth, wie er normalerweise geladen wird. Und drehe jetzt einfach so ein bisschen an den Knöpfen rum, weil so ein Akkordeon ist ja relativ nah an einem Sägezahnwelle und einer Rechteckwelle. Und der Polysynth hat genau diese beiden Wellen. Und deshalb ist der dafür, denke ich, am prädestinierten. Und ich werde jetzt einfach hier mal die Filterresonanz zurücknehmen. Ein bisschen Unison reinpacken. Die Stereobreite rausnehmen. Die Rechteckwelle so ein bisschen reindrehen, beziehungsweise halbe-halbe machen hier. Hier auch ein bisschen Unison und auch die Stereobreite raus. Klingt ganz gut und dann detune ich das hier so ein bisschen. Ich gebe hier ein bisschen mehr Drive rein. Vielleicht ein bisschen mehr Detune. Ups. Hier oben vielleicht in die andere Richtung Detune. Klingt schon mal gar nicht schlecht und jetzt hat ja so eine so ein Akkordeon hat ja so einen Luftkörper, so eine Pumpe, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, ganz ehrlich. Die zieht und drückt man ja und das heißt, ein Ton kommt nicht sofort, sondern der hat noch so einen eine leichte Verzögerung, also einen sanfteren Attack. Und auch ein Release, weil die Tonerzeugung an sich erzeugt man ja dadurch, dass man Luft pumpt. Das klingt doch schon mal gar nicht schlecht, würde ich sagen. Noch so ein bisschen geradlinig und da könnte man jetzt vielleicht noch einen Chorus dazu packen. Mach den mal gleich in den FX-Tank, dann kann man das auch gleich als Preset abspeichern.
Das klingt doch schon mal ganz gut. Das klingt doch schon mal ganz klasse, würde ich mal so behaupten. Und ich habe bei dem oberen Akkordeon habe ich halt einfach noch den Reverb dazu gemacht, dass ich gleich einen Raum habe. Ja, und dann wäre eigentlich schon der Sound für ein Akkordeon fertig. Das heißt, ich nehme einen Polysynth, benutze den Sägezahn und die Rechteckwelle. Die Sägezahn habe ich ein bisschen höher gestimmt und die Rechteckwelle ein bisschen tiefer. Genau eine Oktave, dann habe ich Unison reingedreht, habe aber bei Unison diese Stereo-Erweiterung ziemlich rausgedreht, sodass die Unison-Töne eher so mehr, naja, fast Mono sind, nicht ganz Mono sind. Bisschen Drive rein, den Filterregler fast oder komplett aufgedreht, die Filterresonanz so ein bisschen reingedreht. Attack und Release so ein bisschen angepasst, damit es diesen Blasebalg so etwas mehr modelliert. Einen Chorus reingemacht, damit das so ein bisschen noch diesen Sound durcheinander wirbelt und so ein bisschen Bewegung reinbringt, die man ja auch normalerweise bei einem Akkordeon so hat. Und einfach für den Raum, damit es sich jetzt für die Präsentation ein bisschen besser anhört, nochmal einen Reverb dazu. Und das ist der gesamte Akkordeon-Sound, denke ich mal. Ist, glaube ich, für so eine schnelle Modellierung ist das ja, ist das, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis. Und das kann man mit Sicherheit noch um einiges verfeinern. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hoffen alle, also wir jetzt hier, hoffen alle, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Abonniert den Kanal, drückt den Daumen, kommentiert, fragt, wenn ich was beantworten kann, mache ich ein Tutorial draus oder schreibe einfach so oder ich sage, ich kann es einfach nicht. Gibt es ja auch. Kommt in unseren Discord-Kanal und seid einfach Teil der Community. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.